Der neue Beginn. Eine Liebesbotschaft des reinen Geistes aus unserem Herzen, in dem wir alle eins sind. Ich bitte die reine Vernunft, uns zu helfen, das, was unsere Funktion ist in dieser Welt, wirklich zu verstehen und für das neue Jahr die Entscheidung zu treffen, nur von ihm, dem reinen Geist in uns, geführt zu sein. Keiner ist geringer, keiner ist größer. Gott Vater hat uns alle gleich erschaffen. Und für unsere Erlösung den Heiligen Geist in unseren Geist geschickt, die reine Vernunft, die uns wieder nach Hause führt, zur Freude, zum wahren Leben. So bitte ich dich jetzt, uns deine Botschaft zu geben, die wir alle miteinander teilen können. Ganz tief in eurem Herzen wisst ihr alle, dass ihr geborgen seid. Schaut nicht nach draußen, bleibt nicht gebunden an die Zeit. Geht tief hinein, in die Liebe, die euch in euch wohnt. Und diese Stimme, die Stimme der Liebe, die hier jetzt spricht, zeigt euch, ihr seid wirklich ein ewiges Licht. Das Licht, das so unbegrenzt und wahr und weich durch alle Dunkelheit scheint, dass alle Angst vergeht und keiner mehr weint. Wenn ihr euch da als das versteht, was ihr wirklich seid, das unbegrenzte Licht der Liebe, der Heilige Sohn, der Christus, ewig in Gottes Armen, auf seinem Herzensthron. Wenn ihr das nur einen kleinen Moment in eurem Geist als wahr annehmt, wird ein Wunder geschehen. Die Liebe, die in euch wohnt, wird sich ausdehnen. Ihr werdet den anderen als euch selber sehen und den lieben, als das, was er ewig ist. Der wahre, heilige Gottessohn, der Christus. So werdet ihr allen und allem vergeben. Vergeben heißt, ihr überseht das Dunkle und seht das Ewige in jedem. Und was ihr gebt, das werdet ihr empfangen. So werdet ihr die Ursache sein für ein völlig neues Leben, für euch selbst, als Ganzes. In euch ist eine Macht gelegt, wirklich Erlösung, jedem und allen zu geben durch die Vergebung. Macht euch keine Gedanken, wie das geschehen soll. Tut es einfach im praktischen Leben, in jeder Situation, mit einem jedem, der euch begegnet. Ihr seid wahrhaftig der Hüter der Welt, der Hüter eures Bruders. Und es ist völlig unabhängig, ob ihr viel Besitz habt oder wenig Geld, was ihr wirklich habt und allen geben könnt, den wahren Wert, das ist das ganze heilige, unbegrenzte Wesen, der Christus, das wahre Leben. Und je mehr ihr gebt, in jeder Situation, an alle, werdet ihr eure Erlösung erleben. Und diese Erlösung wird die Erlösung der Welt sein. Hört auf keine schlechten Nachrichten mehr. Transzendiert sie sofort und sagt nein. Die Welt, die Gott erschaffen hat, ist voller Liebe und Glück. Und diese Welt trage ich in meinem Herzen und bringe sie in diese Welt zurück. Eure Körper sind eure wertvollen Instrumente, über die ihr eure Arbeit tut. Ihr seht noch die alte Welt, doch im Inneren fühlt ihr schon die wahre Welt. Und so bringt ihr beides zusammen, bis die Angst gänzlich aus dem Geist aller gewichen ist und jeder fühlt,
Er ist der Christus, er ist erlöst, er ist frei. Entscheidet euch gegen jedes Gefühl von Krankheit, Müdigkeit und Leid. Das ist nicht real. Das erfahrt ihr nur mit dem Körper in der Zeit. Entscheidet euch dagegen, macht euren Geist ganz weit und ihr werdet erleben, ihr seid von jedem Leid, Krankheit und sogar vom Tod befreit. Denn Tod kann es nicht in Gottes Liebe geben. Ihr entscheidet euch in diesem Jahr für das glückliche, erfüllte, freie Leben und benutzt den Körper dafür, es allen Brüdern jetzt und hier zu geben, durch Worte, durch Gedanken, durch Blicke, einfach, dass ihr erfüllt und glücklich seid und ihn im Einssein in eure heiligen Arme der Liebe nehmt und ihm das gebt, was ihr empfangen habt vom Vater. Und je mehr ihr gebt, desto mehr werdet ihr erfahren, dass ihr alles habt. Ihr gehört nicht mehr zu den Armen, egal wie viel Besitz ihr habt im Äußeren. Ihr seid grenzenlos reich und könnt alles allen geben. So beginnt für euch etwas ganz Neues. Das erfüllte, glückliche Leben, hier und jetzt. Danke, wenn ihr diese Worte in eurem Herzen bewegt und sie allen, die mit euch leben, gebt. Danke und ein frohes neues Jahr.